Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wimmelbild-Let's Play von mir. Und ich muss die Musik ein klein bisschen leiser machen, denn sonst hört man mich nicht richtig. So, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Ja, wie man schon gesehen hat, wir steigen gleich mit einem grausamen Mord ein. Das ist wieder mal eine sehr schöne Anfangssequenz gewesen. Es ist aber auch meistens so, da ist das Haus jetzt mit Polizeiabsperrung. Ja, ich dachte mir, nach Secret Terror 2, was jetzt auch schon einige Wochen zurückliegt, gehe ich so im Geschäft vorbei, an den Regalen mit den Spielen und sehe da so eine schöne Sammelbox DuckTales. Ja, dachte ich mir, sind das Wimmelbildspiele? Schauen wir so die Packung an. Ja, es sind tatsächlich Wimmelbildspiele. Das kann man ja mal ausprobieren. Dann habe ich es mal in YouTube mir ganz kurz mal angeschaut. Von einem Let's Player Part 20, damit ich mich nicht allzu sehr spoiler, damit ich am Anfang nicht gleich weiß, was zu machen ist. Und das hat mir dann so gut gefallen, da dachte ich mir, komm, das kaufst du dir einfach. So, jetzt habe ich's und ja, ohne lange Vorworte würde ich sagen, stürzen wir uns einfach mal ins Vergnügen. Wir spielen auf Normal, da werden uns Tipps gegeben und wir können, wenn nötig, auch überspringen. Guten Abend, mein Name ist C. Archis Dublin. Ich vermute, dass du hier bist, um einen kürzlich vorgefallenen Mordfall in der Rue Morsch zu ermitteln. Ich habe eine gewisse Begabung dafür, Wahrheit aufzudecken, die den meisten Menschen verborgen bleibt. Ich möchte mein Wissen gern mit dir teilen. Deine erste Aufgabe wird sein, mein Haus zu untersuchen. Achte auf Details und sieh dir alles genau an. Selbst geringste Dinge können von besonderer Bedeutung sein. Mann, die Schrift, ne? Das geht mal gar nicht, ey. Vom Lesen her. Vertraue deinem Urteilsvermögen und deiner Intuition. Das Verborgene wird sich dir sicherlich enthüllen. Halte dich jedoch nicht allzu lange an einer Sache auf, da die Antwort sich meist mit der Zeit von selbst ergibt, auch wenn sie zunächst rätselhaft erscheinen mag. Ey, die Schrift, die ist... Möchtest du die in der Aktivierung sehen? Ja. Die ist wirklich... Boah, da hast du schon zu kämpfen beim Lesen. Manche Bereiche solltest du dir näher ansehen. Sobald sich dein Mauszeiger in ein Auge verwandelt, kannst du dir einen Bereich durch einen Klick vergrößert anzeigen lassen. Ah, das ist der Artikel, den wir schon im Vorspann gesehen haben. Dein Notizbuch leuchtet, sobald ein neuer Eintrag zu lesen ist. Klicke das Buch an, um mehr zu erfahren. Boah, ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, weil die Schrift ist wirklich nicht sehr leicht zu lesen. Wenn das ist normale Druckbuchstaben, kein Problem. Okay, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ich das alles vorlesen soll oder ob ich mir das sparen soll und euch einfach selbst lesen lassen soll. Ich lese mir das dann leise durch und ja. Läuft eigentlich das Mikro mit? Ja, sehr schön. Webcam. Ja, muss ich noch kurz was dazu erzählen. Ich wollte das eigentlich mit Webcam machen, dann habe ich aber das nicht ganz geschafft, weil ich habe kein passendes Programm gefunden. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, einen Link oder so zu einem kostenlosen Programm, was ich dann natürlich sofort benutzen werde. Und ja, schickt mir doch einfach mal irgendeinen Link zu einem Programm, mit dem man, ja, Webcam aufnehmen kann. Wenn ihr denn wollt, dass ich das mit Webcam mache. Wenn nicht, dann lasst's. Eine stürmische Nacht. Nach den tragischen Ereignissen in der Rue Morsch eilte ich zum Haus des berühmten Detektivs C. Archer Stubbin, in der Hoffnung, dass er mir beim Lösen dieses Falls helfen könnte. Er ist für seinen Scharfsinn und detektivischen Spürsinn bekannt. Wenn jemand diesen Fall lösen kann, dann ein Mitglied der Ehrenlegion. Er stellte mich auf die Probe und gab mir den Auftrag, in sein Haus zu gelangen. Das überrascht mich nicht weiter, da Dublin schon immer Mysterien und Rätsel zu schätzen wusste. Jetzt muss ich mal ganz kurz husten. Boah, ich bin gar nicht mehr gewohnt, so viel zu reden. Gut, das kann man jetzt schließen. Das auch. Gehen wir mal an die Haustür. Achte in den Szenen auf glänzende Bereiche. Ein Glitzern deutet auf einen interaktiven Bereich hin. Okay.
Das habe ich schon gesehen. Gut gemacht. Du hast einen Teil eines Schlosses gefunden. Damit kannst du das Schloss am Hauseingang reparieren. Boah, was ist denn los? Ich muss hier ständig husten. Was ist das denn? An dieser Gargoyle scheint mehr zu sein, als man auf den ersten Blick erkennt. Heißt das nicht normalerweise an diesem Gargoyle? Kleiner Übersetzungsfehler, was blinkt denn da? Ach, sieh an! Was zuckt denn die Hand da so? Gut gemacht, du hast den Schlüssel für die Eingangstür gefunden. Das sieht eher aus wie ein Schlüssel von einer Spieldose, ganz ehrlich. Am anderen ist nix, ne, ne. Haustür. Verwende den Klebstoff, um das Schloss zu reparieren. Welchen Klebstoff? Boah, ich muss mal ganz kurz hier, ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ich schalte mal schnell auf Stumm und trinke mal einen Schluck. Sonst geht das nicht. Nee, ey. So, jetzt müsste es eigentlich wieder funktionieren. Welchen Klebstoff? Ich setze mich mal ganz schnell anders hin, damit ich besser an den Bildschirm komme. So. Was haben wir denn hier? Aha, ein Briefkasten mit... Du hast die Abendausgabe der Zeitung gefunden. Und was noch? Kleber. Klebstoff. Ach, schön. Dann können wir jetzt an die Tür... Jeder klebt natürlich, sobald seine Tür eine Schramme hat, Klebstoff drüber. Das ist das Normalste der Welt. Zack. 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 Und offen. Sesam, öffne dich. Oh, ist schön hier. Die Tür geht sogar alleine zu. Das lobe ich mir. Was mir gleich ins Auge sticht, du hast ein Fläschchen Benzin gefunden. Das Knacken ist immer, wenn ich mein Mikrofon ausmache, wenn ich kurz husten muss. Was haben wir hier noch? Aha! Du hast die Einzelteile eines Feuerzeugs gefunden. Das, sowas finde ich natürlich immer sofort. Das wäre ein perfekter Platz, um etwas zusammenzusetzen. Ich kann mir denken, was. Ja. Da fehlt die Schnur. Der kommt nicht wieder raus. Was muss ich da jetzt machen? Ah. Geht's. Bah. Das ist anscheinend schon ein bisschen älter. Boah. Nee. Ich will das Benzin wieder mitnehmen. Du hast das Feuerzeug repariert. Ich will das Benzin aber auch. Können wir jetzt hier irgendwas abfackeln? Schon praktisch, so eine Stummfunktion. Bitte nicht berühren. Es handelt sich um ein sehr wertvolles Gemälde. Okay, okay. Ist das ein Skorpion? Dubin hat eine Seite mit der Zeichnung eines Skorpions aufgeschlagen. Interessant. Das ist wirklich interessant. Was gibt's hier noch? Die Kerze dieses Kerzenhalters fehlt. Nee, erzähl! Schöner Tisch übrigens. Aber der Stuhl ist bestimmt auch sehr bequem. Gibt's hier noch irgendwas? Ich sehe das Wimmelbild da hinten, aber... Ah! Dubin sollte dies besser reparieren lassen. Also komm, da gibt's größere Risse. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Es gibt noch einiges zu erledigen, bevor wir das Haus verlassen können. Okay. Notizen. Empfangsbereich des Hauses Dubin. Der Empfangsbereich des Hauses ist ansprechend, wenn auch ein wenig spartanisch. Aha. Er ist mit einigen Gemälden, einem Kamin und Sitzgelegenheiten ausgestattet. Auf dem Tisch fand sich ein eher bescheidenes, anmutendes Buch, aha, dessen Seiten eine detaillierte Zeichnung eines Skorpions enthielten.
Was hat das wohl zu bedeuten? Ich würde sagen, dass das ein Buch ist mit einer Skorpionzeichnung. Das hat das zu bedeuten. Gehen wir mal zum Wimmelbild. Finde alle Gegenstände der Liste am unteren Bildschirmrand. Solltest du dich nicht weiter wissen, kannst du einen Hinweis verwenden. Die Hinweise laden sich wieder auf. Klicke, um fortzufahren. Das war jetzt zu offensichtlich. Ich spiele natürlich schon länger Wimmelbildspiele, ne? Das kann man sich jetzt vielleicht denken. Und hab somit ein bisschen eine Ahnung, wo die ganzen Sachen versteckt sind. Zwei Schlüssel. Da ist noch ein Schlüssel. Da. Das Blatt. Was wollen sie denn noch? Eine Schleife. Ein Messer. Eine Mütze. Das ist doch eine Mütze. Ach, Münze. Und Krabbe. Die vermute ich jetzt einfach mal hier. Das ist doch keine Krabbe. Gut gemacht, du hast eine Münze gefunden. Und was machen wir jetzt mit der Münze? Mal einen Augenblick bitte. Einen Augenblick bitte, die Herren. Die Damen und Herren, Entschuldigung. Ich habe die Zeit nicht mitlaufen lassen. Egal. Das haben wir schon, ne? Das war nur die Skorpionzeichnung. Da haben wir auch alles. Die Zeitung. Da haben wir auch alles. Okay, wenn du darauf stehst, sei aber bitte vorsichtig. Ich bin doch immer vorsichtig. Nein, Spaß. Hier konnte man ja nichts mehr machen, ne? Ja, das kennen wir ja schon. Was gibt's denn hier Schönes? Hallo? Was um alles in der Welt war denn das? Das habe ich mir auch gerade gedacht. Es handelt sich um den Kopf eines ausgewachsenen Felsbeißers. Felsbeißers, was ist das denn? Ach, sieh einer an. Der Schatten. Liebe Güte, ich traue meinen Augen kaum. Beim Durchsuchen des Lagerraums erspähte ich eine bösartig erscheinende Gestalt vor dem Fenster. Mit blitzenden Augen schien sie mich einen Moment zu mustern und verschwand ebenso plötzlich wieder. Was könnte sie im Sinn gehabt haben? Bestimmt Dunkles. Lagerraum des Hauses. Ein Blick in Dupins Lagerraum verrät, dass er ein interessantes Leben geführt hat. Er ist ungefähr, angefüllt mit Kuriositäten, die er im Laufe der Jahre beim Lösen zahlreicher Fälle und Mysterien gesammelt hat. Bemerkenswert war eine Kiste, die eine Verzierung eines Skorpions aufwies. Ähnlich dem der Zeichnung im Buch. Vielleicht hilft mir die Zeichnung hier weiter. Das ist mal eine gute Idee. So. Warte mal. Hoch. Aha. Ähm.
klicke die juwelenbesetzten Glieder des Skorpions an, um den Schwanz in die richtige Position zu bewegen. Fängt das schon wieder gut an. Wir sollen schon wieder Glieder bewegen. Hey, das hat doch gestimmt. Hey, das stimmt doch. Ja, also, geht doch. 0412. Eine Tafel mit einer viersilbigen Zahl. Ne, vierstelligen Zahl. Sehr merkwürdig. Alter, die Schrift, ne? Da ist ein Wimmelbild. Das sind überall Wimmelbilder. Ich dachte schon, das wäre die Kerze. Drei Süßigkeiten. Eins, zwei. Da Orangen. Ein Engel. Zwei Süßigkeiten. Das Ankh. Süßigkeit und noch eine. Süßigkeit. Gelbe Blume. Kerze. Ach, die kriegen wir wahrscheinlich jetzt auch. Telefon, Messer. Ach, das ist ja gut. Das Kreuz war ja auch irgendwo. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Hä? Das Kreuz war hier. Genau da. Gut gemacht, du hast eine Kerze gefunden. Sehr schön. Hallo? Da hat jemand einen Stein reingeworfen. Anscheinend will uns jemand einschüchtern. Doch Drohungen halten uns nicht auf. Eine Fliege, ich will die mitnehmen, die ist so süß. Oh. Komm schon. Geht doch. Und jetzt? Ui, die Kerze brennt. Was bringt das jetzt? Nix. Schildkrötenpanzer. Ist ja Wahnsinn.